Herzlich willkommen zu unserem Willkommen-Online-Austausch heute zum spannenden Thema für Migrationsgeschichte und Menschen mit Fluchthintergrund in Print, Film und Funk. Und wir haben zwei spannende Referentinnen, Nalan Sipa und Julia Gerlach von Amal. Ich gebe weiter an Katalin Hartwig, die den Ablauf vorstellen wird. Genau, danke Claudia. Wie du gerade schon sagtest, wir werden zunächst zwei Beispiele von unseren Impulsgeberinnen hören. Julia Gerlach wird starten und danach Nalan Sipa. Nach jedem Impuls haben wir ungefähr 5 Minuten Zeit für direkte Rückfragen von Ihnen. Und nach den beiden Impulsen werden wir dann nochmal in Breakout-Räume gehen, um nochmal in kleineren Gruppen das Gehörte zu reflektieren, zu gucken, was hat Sie inspiriert, was nehmen Sie daraus mit. Genau, sie werden in 4er-Gruppen zusammenkommen. Mal sehen, wie viel jetzt noch im Laufe der Zeit dazukommen werden. Vielleicht, genau, werden wir dann auch gar nicht so viele Räume aufmachen. Und zum Schluss werden wir in großer Runde nochmal zusammenkommen, um dann popcornartig zu hören, was ist so, was hat bei Ihnen angeklungen, worüber denken Sie nach, haben Sie Impulse, die Sie mitnehmen? Und dann gehen wir in einen gemeinsamen Abschluss. Ich übergebe jetzt nochmal an Claudia für die Anmoderation von Julia. Genau, das mache ich jetzt sehr kurz an Julia Gerlach, die das Redaktionsnetzwerk Amal hat, nämlich wirklich ein Redaktionsnetzwerk aus Menschen, die aus Syrien kommen, aus Afghanistan, Ägypten oder jetzt auch aus der Ukraine, in mehreren Städten, glaube ich, ist und tätig ist. Und ja, genau, ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Julia Gerlach. Ja, ganz vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich wollte nochmal vorneweg sagen, dass ich dieses Format ganz toll finde, dass so Leute zusammenkommen in der Mittagspause und verschiedene Beispiele angucken. Ich war ja neulich schon mal zu Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und würde meinen Bildschirm gerne teilen für eine kleine Präsentation, um Amal vorzustellen. Also unser Slogan, unser Motto ist, nur wer weiß, was passiert, kann sich beteiligen und mitreden. Hier sehen Sie ein Foto von Teilen unserer Redaktion. Manche erkennen das Foto vielleicht wieder. Das war gestern auch im Tagesspiegel, wo wir als Redaktion einen Beitrag hatten zum Thema Exiljournalismus. Genau. Was wir machen, sind Nachrichten, lokal und regional, überregional auch. Wir sind im Prinzip wie eine typisch deutsche Lokalzeitung, nur dass wir sehr, sehr wenig auf Deutsch berichten. Wir berichten in erster Linie auf Arabisch, auf Dari und Farsi und auf Ukrainisch und berichten über alles, was in den 3, wir nennen das Amal-Städten, also in Berlin, in Hamburg und in Frankfurt, wichtig ist zu wissen. Das können Nachrichten sein über die S-Bahn, die zu spät kommt. Es könnte sein über spektakuläre Kriminaltaten oder auch sehr beliebt bei uns sind immer Geschichten über erfolgreiche Leute aus unseren Communities und Tipps, was man am Wochenende unternehmen kann. Entstanden ist die ganze Idee für Amal 2015 an dem sprichwörtlichen Küchentisch, nämlich genau an diesem Küchentisch, an dem meine Schwester und ich damals saßen, angesichts der vielen Geflüchteten, die aus Syrien und aus Afghanistan damals ankamen und worunter ja sehr viele Journalisten und Journalistinnen waren. Und wir haben uns überlegt, was könnte man denn machen, weil das ja für die Kollegen und Kolleginnen sehr schwierig ist, Jobs zu finden in deutschen Medien. Und gleichzeitig wir auch das Problem gesehen haben, dass sehr viele von den Neuangekommenen damals nicht so genau wussten, was eigentlich in Berlin los ist. Und es gab sehr viele falsche Informationen, Gerüchte und auch negative Gerüchte, die im Umlauf waren, die das Ankommen schwer gemacht haben. Da dachten wir, okay, diese beiden Punkte könnte man gut zusammenbringen. Also auf der einen Seite eine gute Tätigkeit, gute Jobs zu schaffen für die neu angekommenen Journalisten und Journalistinnen und gleichzeitig ein gutes Medium, ein lokales Medium zu schaffen, damit die anderen Geflüchteten, die angekommen sind, sich auch gut informieren können. So haben wir beide, also meine Schwester und ich, zusammen Amal gegründet. Wir haben Anträge geschrieben, wir haben es geschafft,
in dieser Zeit, in der ja sehr viele Projekte entstanden sind, auch Amal auf den Weg zu bringen. 2016 ging es in Berlin los. Wir waren damals ausschließlich finanziert von der evangelischen Kirche. Wir haben dann unsere Finanzierung diversifiziert und sind inzwischen von verschiedenen Stiftungen finanziert und erwirtschaften auch einen Teil unseres Budgets selber. Es ist 2019 eine Redaktion in Hamburg und jetzt dieses Jahr in Frankfurt entstanden. Wir haben angefangen mit Arabisch und Farsi und Dari und haben jetzt im letzten Jahr noch Ukrainisch dazugenommen. Das war ein starker Wunsch aus unserer syrischen Redaktion, wo die Kolleginnen gesagt haben, so, wir wissen, wie sich das anfühlt. Man kommt nach Deutschland. Am Anfang wird man herzlich willkommen geheißen und dann irgendwann beginnen die Probleme. Und spätestens dann ist es wichtig, dass man weiß, was hier passiert und dass man sich auch an den Diskussionen und am politischen Diskurs beteiligen kann. Hier nochmal so ein Blick auf die Aufteilung. Unsere größte Redaktion ist in Berlin, dann kommt Frankfurt und dann kommt Hamburg. Insgesamt haben wir jetzt, ich glaube, 25 oder vielleicht sind es 26 seit diesem Monat, Stellen geschaffen für Journalisten und Journalistinnen im Exil, die dadurch alle eine berufliche Perspektive gefunden haben und sagen, sie machen etwas meaningful, also dass sie dazu beitragen können, ihren oder anderen Geflüchteten eine Orientierung und ein besseres Einleben hier in Deutschland zu geben. Und natürlich auch ein bisschen damit den politischen Diskurs zu verändern, einfach dadurch, dass wir ermöglichen, dass andere Leute sich auch beteiligen können an dem Diskurs, dadurch, dass sie informiert sind. Das gilt auch in der anderen Richtung, dass es ein größeres und wachsendes Interesse gibt von staatlichen Institutionen, von Projekten, von NGOs, die gerne an die ja ansonsten ein bisschen schwierig zu erreichende Zielgruppe herantreten wollen, die mit Informationen versorgen wollen und die uns nutzen quasi als Medium, um diesen Link herzustellen. Das hat sich vor allen Dingen in Corona-Zeiten gezeigt, aber das gilt auch jetzt weiter. Nochmal so zum Hintergrund. Wir gehören zum Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, dem GEP. Das kennen Sie, das sind die, die EPD und Chrismon machen. Und hier kommt nochmal eine Liste mit den verschiedenen Stiftungen, die uns finanzieren. Die Kirche ist auch noch ein wichtiger Teil, obwohl der Anteil der Finanzierung stark zurückgegangen ist. Hier nochmal ein Blick. So sieht es bei uns aus. Also wenn man jetzt hier aus dem Fenster guckt, dann würde man auf die Neuendorfstraße in Berlin gucken. Wir sind so richtig mittendrin. Hier in Berlin arbeiten jetzt 15 Journalisten und Journalistinnen. Und das ist tatsächlich interessant, weil das ja, wir leben ja in dem Umfeld, wo es tatsächlich auch eine Konkurrenz gibt zwischen und auch eine gefühlte Diskriminierung gibt zwischen Geflüchteten, die aus verschiedenen Herkunftsländern kommen. Wir versuchen in unserer Redaktion, dem etwas entgegenzusetzen und zu zeigen, trotz all dem können wir zusammenarbeiten. Sie können sich vorstellen, da muss man relativ viel im Team arbeiten, um diese vielen Nachrichten, die uns von außen erreichen und Entwicklungen auszugleichen. Das ist mal ein Blick auf unsere Seite. Das ist die ukrainische Seite. Das ist ein gemischtes Spektrum an Themen. Es gibt praktische Tipps, wie oben zum Beispiel geht es um Wohnungssuche. Es geht, gibt Reportagen, es werden Personen vorgestellt und auch viele Tipps, was man zum Beispiel am Wochenende machen kann. Wir verbreiten unsere Nachrichten, indem wir sie auf der Webseite veröffentlichen und dann aufbereiten für Instagram und Facebook, wo die meisten unserer Leser und Leserinnen sind. Ein besonderes Thema, um das wir uns gerade in diesem Jahr besonders gekümmert haben, ist die Frage, wie ist es eigentlich auf dem Land? Oh, das Foto ist unscharf, das tut mir leid. Da ist was schiefgelaufen. Also das Thema war aber nicht unscharf, sondern wir sind tatsächlich einmal mit dem Team durch Niedersachsen gereist, haben da verschiedene Projekte besucht, wo Geflüchtete sich engagieren und auch Familien besucht, Einzelpersonen
Gemeinden und so weiter. Und wir waren auch in Rheinhessen unterwegs und haben da jeweils die Frage gestellt, wenn es jetzt heißt, dass nicht alle Geflüchteten in den großen Städten unterkommen können, weil das einfach so schwer ist, Kindergartenplätze und Wohnungen und so weiter zu finden, wie ist das denn dann auf dem Land? Wie lebt es sich als Geflüchteter, Geflüchtete im ländlichen Raum? Uns hat das großen Spaß gemacht und es hat tatsächlich auch noch den Effekt gehabt, dass das Team weiter zusammengerutscht ist und wir uns sehr stark mit diesem ländlichen Raum auseinandergesetzt haben. Sehr spannend. Wir haben viel Kreativität im Team und was mir persönlich immer am meisten Spaß macht, ist neue Formate zu überlegen und dann zu gucken, kommt das bei der Zielgruppe an? Wie reagiert der Algorithmus? Was müssen wir machen, um die Leute noch besser zu erreichen? Zum Beispiel Talk-Formate oder auch neue Sachen auf Instagram. Es zahlt sich aus. Hier mal ein ganz kurzer Blick auf unsere Zahlen. Sowas zeigt man ja immer nicht so gerne. Aber wir sind sehr stolz darauf, dass wir kontinuierlich wachsen und jetzt bei knapp 250.000 Followern sind auf Facebook. Auch die Webseiten werden immer beliebter und immer mehr geklickt. Wir haben 4 Seiten für die 4 Sprachen und das ist dann nochmal aufgedröselt nach den verschiedenen Städten. Ich habe das eben schon erwähnt, wir sind auch regelmäßig in deutschen Medien präsent. Wir haben keine eigene große deutsche Seite bisher, das soll sich jetzt ändern. Bisher waren wir davon ausgegangen, dass es besser ist, die deutschsprachigen Leserinnen da zu erreichen, wo sie sowieso sind, zum Beispiel beim Tagesspiegel oder beim Abendblatt oder auch beim Heute-Journal. Um immer weiter voranzugehen, gibt es sehr, sehr, sehr viel Weiterbildung bei uns. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ursprünglich mal von der Evangelischen Journalistenschule als Träger begleitet wurden. Und hier ist nochmal ein Blick auf unser ganzes Team. Man kann sehen, es sind sehr viele und sehr divers mit sehr vielen Ideen und sehr viel Potenzial. Die Leute sagen häufig, es ist schön, einen Platz gefunden zu haben. Eine Kollegin hat das formuliert, endlich bin ich unter meinesgleichen. Also ich habe Leute gefunden, die auf der einen Seite verstehen können, wie es sich anfühlt, geflüchtet zu sein und gleichzeitig was machen wollen, um die Gesellschaft ein kleines bisschen zu verändern, indem sie ihren anderen Geflüchteten helfen, sich besser informieren zu können. Das war's. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Julia Gerlach. Digitale Applaus. Ja, ich fand es sehr beeindruckend und ist auch deutlich geworden, dass da ja direkt mehrere positive Effekte mit erzielt werden konnten, ob es jetzt um die Stellen der Journalisten und Journalistinnen selber geht oder um die Informationsverbreitung aus Sicht der Geflüchteten und Ukrainerinnen und Ukrainer oder wirklich um die Reichweite, also und die Sinnstiftung, da das ist ganz viel, was sich dahinter verbirgt. Das finde ich wirklich toll. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Genau, wir unterbrechen hier, kommen nachher nochmal in die Arbeitsgruppen, aber jetzt würde ich an Katalin Hartwig weitergeben für Naland. Ja. Danke. Genau. Wir haben auch Nalan Sieper dabei. Sie arbeitet als freie Journalistin und Reporterin für unter anderem für den WDR und den Deutschlandfunk. Entschuldigung auch hier, dass wir da kleine Fehler in der Einladung hatten. Wir hatten Deutsche Welle geschrieben. Genau. Und sie betreibt einen YouTube-Kanal für die deutsch-türkische Community. Also nochmal ein anderes Medium und hat eigentlich den Wunsch, ein privates deutsch-türkisches Arte damit aufzubauen. Genau, und darüber hinaus moderierte sie auch schon andere Sendungen und berichtet jetzt, glaube ich, ganz gerne von ihrer Arbeit. Danke, Nalan, dass du dabei bist. Sehr gerne. Jetzt muss ich es nochmal schaffen, meinen Bildschirm freizugeben. Ja, erstmal eine kurze Begrüßung. Hallo, Nalan Sieper hier. Ich bin Kurdin aus der Türkei, bin mit 15 nach Deutschland gekommen, nach Bielefeld.
aus Istanbul nach Bielefeld. War schon ein Kulturclash eigentlich, aber ich habe es überlebt und bin dann erstmal auf die Hauptschule und dann aufs Gymnasium, habe danach studiert Politikwissenschaften und bin dann danach in den Journalismus quer eingestiegen, weil ich bei einem Interviewwettbewerb des WDR Cosmo teilgenommen, den ersten Preis bekommen hatte. Und so bin ich dann in den Journalismus rein und habe danach noch eine journalistische Ausbildung bei der Deutschen Welle gemacht. Trimedial, trilingual, deutsch, türkisch und englisch. Und genau, arbeite jetzt seit mehr als 10 Jahren als freie Journalistin. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich mich irgendwann nur mit Nachrichten auf Türkisch aus Deutschland beschäftigen würde. Aber zu Beginn der Pandemie habe ich tatsächlich sehr viele Fragen aus der Community bekommen, also von Menschen, die mich als Reporterin kannten. Und sie haben mich immer wieder gefragt, sind türkische Gene eigentlich immun gegen das Coronavirus? Und ich habe immer gefragt, wie kommt ihr eigentlich darauf? Sie hatten das tatsächlich, wenn ich jetzt meine, genau, sie hatten das in einer türkische Nachrichtensendung gesehen, wo genau diese Frage, das steht da unten reingeschrieben, Türkgene Coronavirus, dann Corona. Das wurde diskutiert. Und als es dann nicht aufhörte, es kamen auch wie Fragen, wie sollen wir pures Alkohol trinken, was tödlich geendet hat, habe ich gemerkt, es gibt eine sehr, sehr große Desinformation innerhalb der Community und habe diesen Tweet verfasst. Liebe Frau Merkel und Regierungssprecher, es herrscht eine unglaubliche Desinformation über Covid-19 unter der türkeistämmigen Bevölkerung, die kein Deutsch spricht. Bitte veröffentlichen Sie ein kurzes Aufklärungsvideo mit Untertiteln, türkisch, arabisch etc. Menschen bekommen Panik. Das war mein Tweet und damals habe ich in einem Medium gearbeitet und ich wurde aufgefordert, diesen Tweet zu löschen, weil es irgendwie um die 4000 Likes bekommen hatte. Und dann habe ich das nicht eingesehen, weil ich dachte, es ist doch meine Arbeit als Journalistin, auf genau sowas einzugehen. Fun Fact, ich war am Ende des Jahres arbeitslos, aber ich habe trotzdem weitergemacht mit meinen Nachrichten. Und das Bundesministerium für Gesundheit ist 2 Tage später auf mich zugekommen. Wir haben das erste deutsch-türkische Aufklärungsvideo über das Coronavirus gemacht. Und das ist dann viral gegangen. Und dann habe ich angefangen, auf YouTube meine Nachrichten auf Türkisch zu machen und habe dann erklärt, was das Coronavirus ist, wie sich das verbreitet, welche politischen Entscheidungen getroffen wurden. Innerhalb der ersten 100 Tage hatte ich 86 Videos auf meinem YouTube-Kanal, weil sich da ja jeden Tag etwas getan hat. Und ich musste halt jedes Mal übersetzen, was hat jetzt Frau Merkel gesagt? Dürfen jetzt Kinder in die Schule? Sind jetzt Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen? Das war ja eine extrem außerordentliche Situation. Also ich habe viel über politische Entscheidungen berichtet, aber auch über sowas wie, wie macht man eigentlich einen Corona-Schnelltest? Das war auch eine Information, die man natürlich brauchte. Hat nicht gut ausgesehen, aber ich musste diese Tests dann auch tatsächlich selbst führen. Und genau, ist ein Screenshot auf einem der Videos. Aber dann gab es die Bundestagswahlen und ich habe alle KanzlerkandidatInnen angeschrieben und meinte, guten Tag, mein Name ist Dede. Ich mache seit dem Ausbruch der Pandemie deutsch-türkische Nachrichten. Ich würde Sie gerne für ein Interview gewinnen und zu mir nach Hause einladen, weil ich kein Studio habe. Für mich eine äußerst peinliche Situation, weil ich kein professionelles Studio hatte, was ich normalerweise sehr gewohnt bin. Aber genau, Herr Laschet ist nicht gekommen. Statt Frau Baerbock durfte ich Herrn Cem Özdemir hier in diesem Wohnzimmer tatsächlich interviewen. Wer aber direkt geantwortet hat, war Herr Scholz. Und ich war sehr überrascht, dass er dann sofort geschrieben hat, ja, sehr gerne, finden wir sehr sinnvoll. Und dann ist dieses Foto zustande gekommen, wo ich weiß, ich habe meine Augen geschlossen, aber wir waren hier zu zweit mit meinem Kameramann, super aufgeregt natürlich, weil es waren noch Polizisten, es waren Leute vom BKA, es waren Referenten von Herrn Scholz und es waren so mindestens 10 Leute in diesem kleinen Wohnzimmer und wir mussten noch Fotos machen und wir waren wahrscheinlich so aufgeregt, dass wir von diesem wichtigen Treffen tatsächlich nur 3 Fotos haben. Auf diesem hier habe ich meine Augen geschlossen, auf dem hier hat Herr Scholz die Augen geschlossen und hier hat er dann ein bisschen komisch geguckt und deswegen zeige ich immer das eine Bild, wo ich dann ganz schlecht aussehe, weil ich dann will, dass mein
Interviewpartner natürlich gut aussieht. Und ich kann jetzt sagen, Herr Scholz, der Bundeskanzler folgt mir auf Twitter. Ist natürlich sehr lustig. Aber interessant fand ich, wie Menschen darauf reagiert haben, als ich von diesem Treffen erzählt habe. Der deutsche Tweet, wo ich dann ankündige, wir haben dieses Interview geführt, hat 1800 Likes bekommen. Aber der deutsche Tweet dazu hat fast das Zehnfache, 19.000 Likes bekommen. Und ich zeige das immer bewusst, weil ich dann damit argumentiere und sage, es ist ein großes Interesse da von der deutsch-türkischen Community, die eigentlich Nachrichten auf Türkisch aus Deutschland erfahren will. Also 19.000 Likes für so ein Interview fand ich schon ziemlich krass. Was aber, also das Interview mit Herrn Scholz war wahrscheinlich eines der wichtigsten meiner bisherigen beruflichen Karriere, hat auch zu diesem Interview hier geführt. Das ist nämlich der türkische Oppositionskandidat Herr Kılıçdaroğlu, der sich im Mai als Kandidaten aufgestellt hat. Und ich habe eine Presseanfrage gestartet. Guten Tag, wie damals mit Herrn Scholz. Ich würde gerne ein Interview machen. Und ich wurde zurückgerufen. Es hieß, ja, wir kennen Sie. Wir haben das Interview mit Herrn Scholz gesehen. Und das war eine sehr lustige Information, wo mir dann gesagt wurde, Frau Sipa, wir haben Ihr Interview mit Herrn Scholz gesehen. Und damals waren seine Umfragewerte ganz schlecht. Es war Juni und damals lagen so die so bei 10%, die Umfragewerte von Herrn Scholz. Und dann ist er zu Ihnen nach Hause gekommen und ist Kanzler geworden. Für mich eine interessante Kausalität natürlich, aber ich dachte, das ist mir egal, Hauptsache wir kriegen dieses Interview. Das Gespräch hat an einem Mittwoch um 11 Uhr vormittags stattgefunden und es hieß, können Sie morgen um 16 Uhr in Ankara sein für das Interview? Ich habe aufgelegt, Flüge gebucht, direkt zum Flughafen hier in Berlin und während, also in der Zeit noch ein Kamerateam in Ankara organisiert, so dass wir am nächsten Tag dieses Interview machen konnten. Und es hieß dann, ja, sein Flug ist so ein bisschen verspätet. Wir wissen nicht, ob wir das Interview hinbekommen. Da habe ich gesagt, also ich bin jetzt innerhalb von 24 Stunden hier angekommen. Wir machen dieses Interview und sei es nur in seinem Wagen auf dem Weg zum nächsten Termin, weil sein Tagesplan natürlich total durcheinander gekommen war. Und dann haben sie gesagt, also wenn sie nichts dagegen haben, dass wir in einem fahrenden Fahrzeug das Interview machen, dann gerne. Und deswegen ist dieses Interview tatsächlich in seinem Wagen entstanden. Alles auf meinem YouTube-Kanal, was ich seit 3 Jahren betreibe. Und diesen Screenshot habe ich heute genommen. Also da oben sieht man ja vom 1.3. bis von 2020 bis heute erzielte mein YouTube-Kanal 34 Millionen Impressionen. Das heißt aber nicht, dass alle auf diese Videos geklickt haben. Das sind nur Videos, die dann, wenn sie auf YouTube gehen, angezeigt werden. Wirklich geklickt haben dann 1,8 Millionen Menschen. Also das sind dann die Wiedergaben nach Impressionen. Genau, hat sich schnell etabliert eigentlich der YouTube-Kanal und viele fragen natürlich, was macht diesen Kanal aus? Und ich sage immer wieder die Community, dass ich meine Community immer in den Mittelpunkt stelle. Klar, also die Qualitäten auf der einen Seite, die Sprache, ich kann die Sprache, ich habe ein journalistisches, ich kann mein Handwerk, das journalistische Handwerk, ich habe einen Zugang zu der Community. Und es ist nicht nur das, sondern ich kenne auch die kulturelle DNA der Menschen. Ich weiß, wie man sie anspricht. Ich weiß, was für ein Storytelling bei diesen Menschen funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass es ein großes Vertrauen gibt, was für mich als Journalistin ja das Wichtigste eigentlich ist. Und die türkische Community ist eine sehr heterogene Community eigentlich. Es gibt da die Kurden, es gibt religiöse Minderheiten und ich kann sagen, dass dieser Kanal oder zumindest meine journalistische Arbeit über politische Communities hinweg oder politische Lager hinweg Akzeptanz gefunden hat. Es ist eine Plattform, wo sie als Community wahrgenommen werden können mit ihren Problemen, also dieser Kanal hat die Funktion, als ein Sprachrohr zu dienen. Und das ist natürlich auch die der Punkt, dass es jung ist, innovativ und nur auf Social Media, also auf Instagram, Twitter und TikTok mit fast 30.000 Followern dann auch. Das macht den Kanal, glaube ich, aus. Ich habe bis jetzt deutsch-türkische Nachrichten gemacht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich demnächst mein Angebot erweitern könnte und zwar auf Content wie Klima, ein Bereich oder ein Thema, wo meine Community nicht so viele Informationen hat. Frauen ist mir ein besonderes Anliegen. Alles, was Gleichberechtigung angeht, würde ich viel mehr behandeln wollen. Eine quasi türkische Tagesschau, wo man jeden Tag die Menschen über die Entwicklung in Deutschland
informieren kann. Aus- und Weiterbildung. Als ich nach Deutschland gekommen bin, wussten meine Eltern nicht, was für Ausbildungsberufe es in Deutschland gibt, wie man studieren kann. Und all das waren so Informationen, die mir immer gefehlt haben. Und ich würde gerne den Menschen diese Informationen zur Verfügung stellen und Gesundheit. Also auch innerhalb der deutschen Bevölkerung, der Mehrheitsgesellschaft, ist die Gesundheitskompetenz nicht so gut. Aber bei den migrantischen Communities ist die, glaube ich, viel niedriger und schlechter, weil die Sprache nämlich eine Barriere ist. Genau, dafür setze ich mich also seit 3 Jahren ein und seit 1,5 Jahren versuche ich daraus eine GOG zu machen und gemeinnützigen Journalismus betreiben zu können. Ich bin glücklich darüber, dass meine Startup-Idee beim Deutschen Journalistenverband oder bei der Ausschreibung im letzten Jahr als die beste Startup-Idee im Medienbereich ausgezeichnet wurde. Das freut mich natürlich und es freut mich auch, dass ich Unterstützer wie Project Together oder die Schöpflin-Stiftung hatte oder die Robert-Bosch-Stiftung, die Wissenschaftsjournalisten, ohne deren Förderung und Unterstützung ich meinen Kanal einfach hätte nicht weiterführen können, weil ich arbeitslos geworden bin und es war unmöglich, sowohl frei zu arbeiten und dann nebenbei noch diese Videos zu machen. Insofern halte ich da noch ein bisschen daran fest und die Vision ist hoffentlich irgendwann ein deutsch-türkisches Arte daraus zu machen, ein privates, also nicht jetzt auf Städte, also auf Staatenebene, sondern ein privates deutsch-türkisches Arte, wo jeder Content in beiden Sprachen stattfinden kann, damit wir auch die Mehrheitsgesellschaft erreichen können. Genau, ist eine große Aufgabe, aber es macht Spaß, deswegen bleibe ich dabei. Und es ist die Information ist natürlich sehr wichtig, weil es ein Grundrecht ist tatsächlich. Artikel 5 sagt, jeder Mensch sollte ungehinderten Zugang zu Informationen haben und die Sprache ist eine Hinderung. Also geht es um Demokratie. Information fördert die Integration, empowert die Menschen. Es ist Macht. Wer weiß, ist einfach mächtig und es wirkt auch gegen Desinformation. Und deswegen arbeite ich an der Vision. Danke für die Aufmerksamkeit. Tausend Dank, Nalan. Sehr inspirierend. Danke für deinen Vortrag. Claudia, an dich. Was nimmst du heute mit? Ach, eigentlich kann ich da gar nichts mehr hinzufügen. Perspektive wechseln und dahin gehen, wo die Leute sind, auch in die Social Media und unterschiedliche Social Media. Und wenn man es nicht so professionell macht, in der Kommune schon mal den ersten Schritt gehen. Was nimmst du mit, Katalin? Also ich glaube ganz viel auch so dieses, das fand ich eindrücklich von dir, Julia, am Anfang, dieses Motto, nur wer weiß, was passiert, kann sich auch wirklich beteiligen. Also wirklich aufzuklären, was passiert eigentlich gerade in dem Land, in dem wir leben und mit den Menschen sprechen, nicht über die Menschen sprechen. Auch Nalan sehr eindrücklich, so aus der Community, für die Community, du weißt einfach, was die Themen sind. Genau, also da und dann auch einfach in die Vernetzung gehen, ne? Also dass solche Angebote dann auch bekannt werden, in den Kommunen vielleicht auch gestreut werden können. So, das mitzudenken, dass auch Informationen über andere Kanäle erst an die Zielgruppe kommen, finde ich total wertvoll und fand es super spannend, eure Perspektiven heute zu hören. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ja, vielen Dank. Schließe ich mich an, auch an dich, liebe Katalin, auch an dich, liebe Tina Neumann. Und nächstes Mal treffen wir uns erst im Oktober, am 17. Oktober, voraussichtlich zum Thema Wohnen. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und jetzt schönen Nachmittag. Tschüss.